So ihr Lieben, damit herzlich willkommen in einem neuen Let's Play. Wie ihr hier leider sehen könnt, habe ich leider schon ein bisschen angefangen zu spielen. Ich habe versucht gerade die erste Folge aufzunehmen, habe es aufgenommen, aber leider hat mich OBS mal wieder verarscht. Es wurde ein Standard-Audiogerät ausgewählt, es war überhaupt kein Ton zu hören. Jetzt nehme ich also gerade die Aufnahme leider nochmal auf. Wir werden die Kampagne nochmal neu starten, natürlich. Ich habe noch nicht viel gespielt. Ich habe mir größtenteils ja angeguckt. Wie ihr sehen könnt, wir spielen... was ist das denn? Fällt mir jetzt erst auf. Wir spielen Jurassic World Evolution 2. Es ist endlich soweit. Ich möchte gerne versuchen... Ich muss gleich auch meinen Timer neu starten. Ich möchte gerne versuchen, das sage ich euch jetzt hier schon mal, die Folgen mindestens alle 2 Tage rauszubringen. Probieren, ob ich es direkt von Tag 1 anschaffe, weiß ich leider nicht genau, kann ich nicht sagen. Ich hoffe es. Und ich muss, glaube ich, mal kurz was ändern. So. Ich befürchte nämlich, der Hintergrund-Sound könnte sonst zu laut sein. Auf jeden Fall freue ich mich schon wahnsinnig darauf, das Spiel zu spielen. Ich muss sagen, jetzt gerade nach den paar Minuten, die ich gespielt habe, das ist 20 Minuten gewesen sein. Boah. Wunderbar. Wunderbar. Man sieht noch nicht in der ersten Zeit noch nicht viele Änderungen. Also wirklich die wichtigen, sag ich mal, wie die Dinosaurier-Interaktion. Dass die verschiedenen Rassen untereinander kommunizieren und auch mit anderen, haben wir noch gar nicht von gesehen. Aber toll. Einfach nur toll, toll, toll. Ich bin begeistert. Wir haben hier auch eine kleine Datenbank, wo ich jetzt auch schon ein paar Sachen freigeschaltet habe, leider. Dinosaurier-Genom, denn zuerst hatten wir nur den Triceratops freigeschaltet, jetzt haben wir hier den Baryonyx. Der übrigens wunderschön ist. Hier sehen wir auch immer, in welchen Filmen er war. Natürlich hier Infos, großartig drüber. Wie immer, hier in der Datenbank. Und wir haben hier, das möchte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten, das habe ich vorhin auch gemacht. Wir machen einfach dasselbe im Grunde nochmal. Den Triceratops haben wir hier, der selbstverständlich in jedem Film vorkam. Wie sich das gehört für den Triceratops. So, wir gehen zurück und kommen jetzt zu den Sachen, die ich noch nicht kenne. Das heißt hier Gebäude. Da möchte ich tatsächlich die Gebäude gucken wir uns alle einfach nochmal zusammen an. Machen wir ja eh, wenn wir sie bauen. Hier haben wir was Neues freigeschaltet, da gucke ich mal. Ist doch gar nichts neu. Ach doch, hier der Anlagenweg, den hatten wir noch nicht. Genau. Ansonsten habe ich das hier vorhin auch nur überflogen, damit ich eben das Zeichen weg habe, dass da was Neues ist. So, wir haben noch hier Jurassic Universe. Charaktere. Cabot Finch natürlich, die alte Nervensäge ist natürlich auch wieder dabei. Da werden wir auch... Aber noch nicht jetzt in der ersten Folge. Das war's, mehr haben wir hier noch nicht freigeschaltet. Vielleicht beim nächsten Mal. Dass wir dann mal auch mal ein bisschen hiervon vorlesen, beziehungsweise ich vorlese hiervon. Aus der Datenbank. Ist ja auch ganz interessant. Hier Orte haben wir auch. Arizona. Da ist unser erster Park. Um das hier jetzt schon mal zu spoilern. Ein rauer, trockener Wüstenort. Der ein Eindämmungszentrum der Naturschutzbehörde beherbergt. Nur die widerstandsfähigsten Dinosaurier können unter diesen Bedingungen überleben. Aber das ist besser, als sie in der freien Wildbahn herumstreifen zu lassen, denn wer weiß, was sie da zu fressen finden. Das ist wahr. Das ist wohl wahr. Das war's. Leiden haben wir hier noch, also Krankheiten und Verletzungen.
Erkältung, Silikose ist eine Lungenerkrankung. Ach, Lungenvernarbung, oh. Die zu Atemnot, Husten und Lungenfibrose, Lungenvernarbung führen kann. Sie wird durch das Einatmen von Kieselerde hervorgerufen. Ach so. Ein Mineral, das in einigen Gesteins- und Sandarten vorkommt. Aha. Interessante Verletzung haben wir auch noch. Gebrochene Flügel gibt es. Gegenstand verschluckt. Und sogar Verbrennung. Finde ich sehr interessant. Paläobotanik haben wir was freigeschaltet. Okay, Kletterpflanzen. Oh, wie hübsch. Kletterpflanzen wie Lianen wachsen in der Regel an sehr langen Stämmen und schlingen sich oft um umliegende Bäume oder andere Gegenstände, um das Sonnenlicht zu erreichen, ohne dabei viel Energie verbrauchen zu müssen. Schlingpflanzen neigen dazu, sehr schnell zu wachsen und versorgen eine Reihe von Dinosauriergattungen, die am Boden fressen, mit reichlich Nahrung. Vom winzigen Dryosaurus bis hin zu größeren Weidetieren wie Triceratops und Ankylosaurus. Schön. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das einfach wunderschön aussieht hier mit den Pflanzen. Vor allem habe ich nicht mehr diese Futterspender, sondern richtig so die Pflanzen, die ich hier setzen kann, sieht ja hier fast so aus. Oder die Futterspender sehen so dann aus. Kann auch sein. Ich weiß es gar nicht. Zur Paläobotanik habe ich so tatsächlich gar nichts gesehen. Wobei ich noch sagen muss, das habe ich vorhin erwähnt, habe es jetzt aber vergessen. Ich habe das Einzige, was ich von dem Spiel bisher gesehen habe, sind die Trailer und die Field Guides zu den einzelnen Rassen. Ich habe mir noch nicht großartig was Gameplay-technisch an Videos draußen war, habe ich mir noch nichts angeguckt, weil ich mich einfach komplett überraschen lassen wollte. Ja, was soll ich sagen? Hat sich gelohnt. So, jetzt kommt's aber. Wir starten die Kamera neu. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einfach so ganz einfach. Und ich hoffe, der Ton funktioniert gleich richtig. Sonst kann ich das nämlich heute nicht nochmal machen. Grill. Gut, Einstellungen sind getätigt. Bestehende automatische Speicherstände werden überschritten. Ach, neues Spiel starten. Steht ja hier dick und fett drüber. Ja, gut, okay. Sonst müsste ich auf Weiter klicken oben. Okay, aber was ist das denn hier jetzt? Cool. Gut, das mache ich nachher. Einzigartiger Fahrzeugskin. Halte dich auf dem Laufenden über die neuesten Spielnews, Updates und exklusive Angebote. Dieser einzigartige Fahrzeugskin wird freigeschaltet, nachdem du das Formular ausgefüllt und dich für den Newsletter angemeldet hast. Ja, das machen wir doch gerne. Das hier ist übrigens die Deluxe-Version mit zusätzlichen Dinosauriern. So. Exklusive Abonnenten. Das war vorhin auch noch gar nicht. Erst nach dem zweiten Spielstart jetzt wahrscheinlich. Beziehungsweise nachdem ich angefangen habe zu spielen. Habe ich es beendet? Doch, ich habe es beendet. Okay, ich bin nervös. Man merkt es. Ich habe hier auch gerade Energy Drinks stehen. Weil es einfach ein anstrengender Tag war. So, okay, den Fahrzeugskin hätte ich sehr gerne. Den holen wir uns nachher. Beziehungsweise hole ich nachher. Ist ja auch interessant, mal hier ein bisschen was zu wissen. Jetzt starten wir aber die neue Camper. Ich schmeiße mal kurz einen Blick drauf, wie lange ich schon aufnehme. Nicht wundern. 10 Minuten, okay, weniger als vorhin. Da waren es 13 Minuten. Viel weniger habe ich jetzt also gar nicht gequatscht, trotzdem. 10 Minuten. Gucken wir mal 20 Minuten. Und dann werde ich aber, wenn gleich der erste. Wieso startet denn das direkt? Okay. Wenn gleich der erste. Das erste Video durch ist, werde ich mal gucken, ob so funktioniert hat, alles mit dem Sound und so, denn sonst. Ich möchte es ungern nochmal aufnehmen und nochmal alles reden. Gut. Dann muss ich zwei Folgen dann, also zwei Aufnahmen dann zusammenschneiden. Das ist ja nicht so schlimm, da merkt ihr ja gar nichts von. Gut, jetzt starten wir aber erstmal. Ich darf das noch nicht vergessen, dass ich dann ja meinen komischen Timer hier dann. Ich starte den einfach, wenn das Video durch ist. Ist ja Blödsinn sonst. So, okay, gut. So viel zum Organisatorischen. Der Scheiß-Timer läuft trotzdem.
Wo ist sie mehr, oder? Nee, jetzt ist er. Oh. Puh. Anstrengend. So, okay. Ich wünsche uns erstmal schon mal. Herzlich willkommen, ja. Ich bin so durch. Ich wünsche uns viel Spaß. Tut mir leid, ich bin echt ein bisschen nervös. Und hibbelig. Erstens Energy, zweitens super tolles Spiel. Drittens bin ich auch aufgeregt, ob das jetzt klappt mit dem Ton oder nicht. Aber jetzt starten wir. Ich wünsche uns ganz, ganz viel Spaß. Mir bei der zweiten Runde, euch bei der ersten Runde. Ich sag mal, ich bin so weit gekommen, ich habe den Baryonyx gefangen, das war's. Und habe ihm was zu futtern gegeben. Das war's. Mehr. Viel mehr habe ich nicht getan. Dann habe ich noch 3 Dinosaurier abgeschossen, aber das sehen wir dann alles gleich. Wie gesagt, waren etwa 20 Minuten Spielzeit. Nachdem ich eben 10 Minuten gelabert habe, dann habe ich auf 20 Minuten Timer gestellt, wie gerade auch. Mehr habe ich nicht gemacht. Gut, wir starten und ganz, ganz viel Spaß nochmal. Jurassic World. Hier beginnt unsere Geschichte. Ein wissenschaftlicher Durchbruch, ohne jede Rücksicht auf die Konsequenzen. Die Natur nahm ihren Lauf und entfesselte Chaos. Diesmal hatten wir eine noch größere Illusion von Kontrolle. Und das Chaos war noch viel schlimmer. Und kurz wussten wir wieder, wie wertvoll das Leben ist. Aber im Lauf der Zeit verblassen die Erinnerungen an den großen Kontrollverlust. Und Ehrgeiz kann sehr hartnäckig sein. Für die zurückgebliebenen Saurier verlor die Zeit an Bedeutung. Von Wundern der Wissenschaft zu Objekten der gnadenlosen Ausbeutung. Vielleicht sollten wir sie überdenken, die wahre Natur der Natur. Ein endloser Zyklus mit nur einem Ziel: Überleben. Und das heißt, Saurier und Menschen müssen einen Weg finden, ihre Differenzen beizulegen. Dieser Trailer ist so toll. Ich liebe es. Und es geht auch direkt weiter. Für uns ist eine Wüste nur ein Ödland. Dort leben nur die anpassungsfähigsten Lebensformen. Doch vor Millionen von Jahren gediehen in diesen Gegenden Lebewesen. In Anbetracht der geologischen Geschichte hier ist es daher gar nicht so abwegig, dass Saurier im Gras rumlaufen. Die aktuelle Situation, freilaufende Saurier, ist für die Verantwortlichen unhaltbar. Nun, diejenigen, die denken, sie hätten die Verantwortung. Wir haben also ein Problem oder eine Gelegenheit. Nun, hier kommst du ins Spiel. Sie haben meine Warnungen früher schon ignoriert, aber vielleicht wird es dieses Mal mit dir anders sein. Ich nehme die Ungewissheit in Kauf. Ups. Okay, ich schätze, es wäre angebracht, wenn ich mich vorstelle. Ich bin Cabot Finch, stellvertretender Direktor der US-Naturschutzbehörde. Ich weiß, das klingt wichtig und das ist es auch. Aber verlieren wir uns nicht zu sehr in Titeln und Organigrammen. Ich mache es einfach. Sie arbeiten für mich. Sehen Sie? Nichts dabei. Sie werden mit den Experten arbeiten. Das sind Claire Deering und Owen Grady. Und ja, wir haben direkte Erfahrungen mit den Sauriern gemacht. Ich bin die ehemalige Leiterin von Jurassic World. Owen und ich haben dabei geholfen, den Park zu errichten. Und leider waren wir auch bei seiner Zerstörung anwesend. Und da ist Owen. Er arbeitet mit den Velociraptoren. Man könnte mich ein Saurier-Cowboy nennen, aber offiziell bin ich Tierverhaltensforscher.
Ich habe gerade eine Vertrauensbasis mit ihnen aufgebaut, als das losging. Okay, wir müssen sofort ein paar Dinge in die Wege leiten. Beginne mit einer Unterstützungsanlage, mit einem Ranger-Team, mit Geländefahrzeug. Und einem Helikopter-Einfangteam. Gut, das machen wir, aber ich teste erstmal kurz, ob das mit dem Sound so funktioniert. Ganz kleinen Augenblick, ihr habt ja nur eine Sekunde Unterbrechung oder so. Okay, es geht auch schon weiter. Passt alles soweit. Ich habe nur die Musik ein bisschen leiser gestellt, weil im Hauptmenü war es ein bisschen laut. Und die Soundeffekte ein bisschen leiser, weil das bei der letzten Aufnahme, also beim ersten Versuch, war der Hubschraubermotor unfassbar laut. Aber jetzt funktioniert es. OBS hat mich nur wieder verarscht. Macht es ja ab und zu mal. Wir spielen weiter und bauen ein Ranger-Team bzw. eine Unterstützungsanlage. Weil das ja jetzt Ranger-Team und Einfang-Team in eins beinhaltet. Hier haben wir einen Platz. Da unterscheidet sich die Steuerung auch gar nicht vom ersten Teil, finde ich aber gut. Wir machen ausgezeichnete Fortschritte. Als nächstes sollten wir einen Notfallgenerator errichten und dann dessen Strom in die Unterstützungsanlage einspeisen. Stelle sicher, dass das Gebäude mit dem Wegenetz verbunden ist, damit es auch einsatzfähig ist. Muss regelmäßig kostenpflichtig aufgetankt werden? Da habe ich jetzt gerade eine Frage. War das früher schon so? War das früher schon so oder ist das jetzt was Neues? Habe ich da einfach nicht drauf geachtet, dass es da steht? Macht es keinen Unterschied, ob es da steht? Also ist es im Grunde nur Text sozusagen? Muss ich da wirklich irgendwas tun? Oder kostet das einfach regelmäßig Geld? Ich bin gespannt. So, wir haben einen Weg platziert, auch wie früher. Ganz ähnlich. Claire. Könnte schwer werden, den Saurier vom Boden aus zu finden. Und ungemütlich, wenn wir ihn tatsächlich auftreiben. Dann ist es sinnvoll, ein Einfangteam-Helikopter zu nehmen. Sie können das Tier aus der Luft betäuben. Also, ich habe doch gute Ideen. Immer noch ganz schön laut. Da ist unser Freund, der Barry Onyx. Er guckt. Ja. Da ist unser Freund natürlich am Wasser. Oh, er macht sich aus dem Staub. Bleib stehen. Ups, das war ja voll daneben. Ich habe länger nicht gespielt. Scheiße, voll verzogen. Wer du? Und der ging in den Busch. Nein. Ja, aber das sah doch aus. Mensch, das sieht doch die ganze Zeit aus, als würde er treffen. Wo ist denn der? Komm aus dem Busch raus. Toll. Wir gehen ein bisschen tiefer. So, also. Hat ja gedauert. Oha. Claire, hier ist Owen. Verstanden. Wir haben ihn erfolgreich eingefangen. Ja. Ich wusste, du würdest es schaffen. Kein Zweifel. Wirklich? Hm. Vielleicht ein oder zwei. Naja, besser als sonst. Das reicht mir. Also, wo schaffen wir den Saurier hin? Wir haben das Gehege. Jetzt fehlt nur noch die Lieferung. Tue ich das nicht immer? Warte, sag jetzt lieber nichts. Da liegt unser Barry. John Hammond war nicht dafür, Saurier in freier Wildbahn leben zu lassen. Das bringt ganz neue Herausforderungen mit sich. Und vielleicht Chancen. Ja, es ist aber auch echt gefährlich. Die einfach so rumrennen lassen, geht ja nicht. Ich meine, auch hier diese Gehege ist natürlich
Sicherheitsrisiko, aber ich finde es absolut genial. Ist so unwirklich, dass sie so Wildlife-Service hier, Fish and Wildlife-Service, und hier drin sind einfach Dinosaurier. Ne, es ist so unwirklich einfach, genauso wie dass die in dieser... Diese Bilder, der Mosasaurus da in dieser Welle. Unfassbar, richtig unwirklich. Auf der Insel war da, auf den Inseln war das einfach was vollkommen anderes noch, weil das fast wie eine andere Welt war im Grunde. Wenn er da jetzt versteht, was ich meine. So wirklich inmitten von Menschen ist das schon. Puh. So, da ist Barry. Hallo, du Süße. Oh, ich erkenne diesen Saurier. Ist schwer zu vergessen, wenn man einmal mit einem eingesperrt war. Wir konnten den Baryonyx damals nicht retten. Aber den hier bestimmt. Der hat einen sehr schönen Skin. Diesen grünen Schuppen mit dazwischen. Es gibt nicht viel, das die Saurier hier fressen können. Wir brauchen eine Futterstation innerhalb dieses Geheges. Hungrige Saurier machen mich nervös. Ja, das geht mir auch so. Futter. Gut, er braucht eine Fischfutterstation. Den haben wir hier. So, bitteschön, essen. Hier ist alles bereit. Verstanden. Okay, wir müssen den Gesundheitszustand des Sauriers vollständig erfassen. Benutze ein Ranger-Team-Fahrzeug. Owen hilft dir dabei, die Daten des Tiers aufzunehmen. Dann können wir weiter planen. Brauchen wir das wirklich? Ein Plan? Ich meine, ich war immer eher der Typ, lernen durch Praxis. Nun, wenn das nicht klappt, machen wir es auf deine Art. Klingt zumindest nach einem Plan. Oh ja. So, jetzt gucken wir mal, was ihm fehlt, dem Guten. Nicht sauer werden, bitte. Guckt schon so. Objektstatus bestätigt. Okay. Wir können zwar nicht die Situation auf den Inseln replizieren, aber trotzdem müssen wir es den Sauriern hier in Arizona so komfortabel wie möglich machen. Sonnencreme und Drinks am Pool? Wie klingt das? Ist die Frage ernst gemeint oder nur ein Witz? Okay, Claire, fügen wir den Gehegen das bevorzugte Terrain hinzu. Besser? Geht er essen? Ich dachte, der jagt mich, aber ich glaube, er will fischen. Er geht fischen. Sehr schön. Ich liebe dieses Barry-Modell hier übrigens. Der ist wunderschön. Sieht voll fies aus. Und noch ein Fisch. Guten Hunger. Sieht toll aus. Und er ist fertig. Ich liebe die Geräusche, wie er durchs Wasser stapft. Sehr schön. So, er möchte Felsen haben. Vorhin war ich nicht sicher, ob er Felsen, also wirkliche Felsen haben möchte. Aber ich glaube, die Felsen, also solche Felsbrocken hier, die bringen wirklich nur, das ist nur Deko. Sozusagen. Zeige ich euch das nochmal. Ich kann sie entweder so drehen oder ich drücke leer und ich kann dann die Achse sozusagen, die Drehachse stelle ich um und kann ihn auch so drehen, diesen Felsen. Was bei, ups, bei diesem hier war das, glaube ich, wo ich das gemacht habe. Oder? Ich glaube, ja. Ja, dann kann der wirklich wie so eine spitze Felsformation hier aus dem Wasser rausragen. Das finde ich, sieht sehr schick aus. Das machen wir jetzt auch wieder, aber er möchte... Das hier bringt, glaube ich, wirklich nur einen Deko-Effekt. Also nur für mich sozusagen, für die Besucher vielleicht. Dieses Felsen, das hat sie, bekomme ich durch... durch ihr Untergrund, durch ihr Bepinseln. Hier. Bietet Fels, steht hier auch direkt. Hier platziert eine Schlammtextur. Bedeutet wahrscheinlich, ist auch nur Deko. Denke ich mal. Bietet Sand. Bietet Sand. Ein anderes Biom scheine ich hier nicht zu haben, weil es eben hier Wüste ist.
Schlamm und Sand haben wir. Also, nee. Fels. Sand und Fels. Fels. Hier hinten ist ein... hier war das. Hier sind Hügel. Hier möchte ich gerne Felsen platzieren. Ja, die sind schon sehr grob, diese Felsen. Man sieht es, hier ist sehr... halt so trockener, wirklich wie so ganz trockener Boden sieht das aus. Finde ich sehr passend hier. Sehr, sehr passend. Und das hier scheint tatsächlich Pflanzen zu sein, dieses dünne Moos hier überall, weil hier ändert sich die Textur nicht. Wo ist unser Freund? Man sieht die Dinos viel, viel schlechter durch dieses ganze Leben hier. Hier sind so viele Pflanzen und alles. Was ist jetzt? Wir müssen diese Saurier genauer überwachen. Dazu brauchen wir einen Ranger-Posten innerhalb des Geheges. Klingt verrückt, ich weiß, aber das klappt. Vertrau mir. 100%. Er schläft. Und schnarcht. Sehr süß. Gut, Ranger-Posten. Das ist auch interessant. Ist ein... Entschuldigung. Ist ein Ranger-Team einem Ranger-Posten zugewiesen? So überwacht es das Wohl aller Saurier in einem Radius rund um den Posten. Zusätzlich füllt es die Futterstation in der Nähe nach Bedarf auf. Heißt, der überprüft dann auch, ob Futterstationen voll sind oder leer sind, wie auch immer. Auch in einem relativ großen Radius, aber bei großen Gehegen muss man wirklich da mehrere Dinger von reinbauen. Und die Teile haben eine relativ große Hitbox, leider. Beziehungsweise der Zaun hat eine große Hitbox. Ich würde die Dinger gerne näher am Zaun platzieren. Wäre cool, weil wirklich schön sind die nicht. Aber gut, da kann man mit leben, denke ich mal. Und die muss ich jetzt zuweisen. Das habe ich vorhin folgendermaßen gemacht. Vielleicht kann man es auch irgendwo, wenn man hier direkt drauf geht. Das habe ich jetzt aber noch nicht rausgefunden. Ich klicke hier auf ihn. Und weise eine Aufgabe, füge eine Aufgabe hinzu. Und das mache ich dann so. Ich erhalte Berichte über Saurier, die frei in der Anlage herumlaufen, Claire. Die Berichte sind vielleicht richtig, aber sie zeichnen kein vollständiges Bild unserer aktuellen Lage. Wütende Saurier laufen herum. Was ist da los? Sie sind nicht wütend. Sie handeln einfach instinktiv. Je bedrohter sie sich fühlen, umso feindseliger werden sie. Vor allem, wenn es um ihr Überleben geht. Es geht auch um unser Überleben. Ja, aber das wissen nur wir. Na, für den Moment. Wir werden einen der Saurier vom Helikopter aus betäuben und ihn mit einem Transportteam zurück zur Einrichtung bringen. Gut, dann los. Ganz ehrlich, der hat doch gerade auf das Fahrzeug reagiert. Wow. Wie unheimlich. Er hat gefaucht. Nee, jetzt macht er wieder das Geräusch. Okay, dann war das wohl noch nicht gegen das Fahrzeug. Auf jeden Fall hat er das Geräusch gemacht. Ist dann aufgestanden. Wieso geht denn jetzt das Auto? Wieso öffnete sich denn jetzt das Tor? Er ist aufgestanden, als das Auto in seine Nähe kam. Als es weg war, hat er sich wieder hingelegt. Also die reagieren schon tatsächlich unheimlich. Auch wie er hinterher geguckt hat. Unheimlich, unheimlich. Die Fußspuren sind toll. Also das wird, dieser Beobachtungsaspekt hier wird noch viel, viel größer sein als im ersten Teil. Die Erde bebt. Ich bin so auf den T-Rex gespannt. Ich glaube, er geht wieder fressen. Gut, wir brauchen Triceratops, haben wir gelesen und gehört. Ich habe vergessen, den Timer zu starten. Ist auch schön. Ich gucke mal kurz, wo wir sind. 14 Minuten plus 10 Minuten macht etwa 25 Minuten. Heißt, ich lege jetzt noch die Trizis schlafen, wie bei der ersten Folge. Soweit bin ich nämlich gekommen und dann beenden wir die erste Folge. So machen wir das. Ich immer und dieser blöde Timer. Auch einen für den Laptop. Für den Computer. Laptop, was rede ich für einen Scheiß? Für den Computer.
direkt. Wo sind denn die Dinos? Ach so, ich gucke ganz falsch. Dort sind sie. Sehe sie in der Ferne am Wasser. Drei Triceratops. Einer schläft. Zwei sind im Wasser unterwegs. Oh, der ist sehr weit weg. Wir gehen ein bisschen weiter runter. Er ist schon alarmiert. Oh, shit. Treffer? Nicht so nicht raus aus. Okay, ist gut. Bleib zu bestehen. Ey. Sieht die ganze Zeit aus, als würde ich treffen. Okay. Der schläft. Das hat aber spät aktualisiert unten das Ziel. Gerade schon gewundert. Hä? Ich glaube, ich bin einfach zu weit weg, um es richtig zu sehen. Kann das sein? Okay, das war einmal. Oh, er ist alarmiert dadurch. Er müsste down gehen, ja. Um den Nacken. Perfekt. Das war ein guter Treffer. Halt, alles gut. Alles gut. Mir ist noch nicht aufgefallen, ob die auf die Hubschrauber auch reagieren. So, der geht auch down. Da haben wir es geschafft. Baue ein neues Gehege und transportiere die Spezies Triceratops dorthin. Isoliere die folgende Spezies von anderen Dinosauriern. Ja, logisch, sonst werden sie ja wohl gefressen. Das will ja keiner. So, gut. Wir müssen also ein Gehege bauen. Hier ist ja schon der Anfang, ist ja schon gemacht. Wir bauen erstmal dann ein einfaches, eckiges Gehege. Aber jetzt noch nicht. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auch beim zweiten Mal war es immer noch faszinierend. Mir sind ja wieder andere Dinge aufgefallen. Jetzt bei dem Baryonyx, dass er wirklich auf das Auto reagiert hat. Ich denke, wir werden sehr, sehr viel Spaß haben. Gerade bei den Touren dann. Das wird unfassbar genial werden. Unfassbar genial. Die Touren, die Gyrosphärenfahrten. Ich freue mich schon. Diese ganzen Beobachtungstouren. Da werden wir viele, viele machen, glaube ich, weil es einfach so genial ist. Das war beim ersten Teil schon das, was mich am meisten, wirklich am meisten fasziniert hat. Dieses Beobachten. Die fand ich im ersten Teil, fand ich die Dinos schon, sie wirkten schon sehr realistisch. Obwohl es natürlich sehr, sehr viel zufällig war. Wenn die jetzt wirklich miteinander auch interagieren und vielleicht dann auch Revier verteidigen wollen, wenn ich da denen zu nahe komme, macht das Ganze natürlich noch viel besser, wenn sie hinter den Fahrzeugen hergucken, wirklich, wirklich drauf reagieren und es nicht nur so aussieht, als würden sie drauf reagieren. Ich werde sterben. Ich werde einfach hier am Computer sterben. So wird's kommen. Ganz genau so wird's kommen. Gut, aber ich möchte auch sehen, ob ich die Folge noch hochladen kann, je nachdem, wie lange das dauert. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald bei der nächsten Folge wieder. Und dann muss ich auch mal gucken, wie ich das hinkriege, mal mit anderen Videos. Ich muss mir da einfach mal irgendwie einen Plan erstellen, Plan machen, wann ich was uploade. Irgendwann kriege ich vielleicht auch mal vernünftig hin. Tut mir leid, dass das immer so ein kleines Hin und Her ist, nichts Regelmäßiges.
ist ein bisschen schade. Ich hätte es selber auch gerne regelmäßiger, aber ist mir im Moment echt schwer möglich. Weil ich halt auch sehr viel arbeite, aber das wisst ihr ja. Gut, aber schönen Dank fürs Zuschauen. Ganz, ganz großes Dankeschön sogar. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem neuen Projekt hier, auf das ich mich echt schon sehr, sehr lange freue. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich speichere noch fix und dann hier das Überspeichern war. Das war von heute. So. Das haben wir. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi.